Hallo liebe Filmfreunde, willkommen zum neuen Update. Heute, wie gesagt, das 4K-Update. Sind doch mal wieder ein paar mehr 4K-Filme in die Sammlung gewandert, deswegen lohnt es sich mal ein eigenes Video. Und da ja auch, wie ich gesagt habe, jetzt keine Neuheiten quasi mehr rauskommen, große 4K-Blockbuster, die im Kino waren, es fehlt der Nachschub, es kamen keine neuen Filme. War nicht, habe ich mir mal zwei ältere noch gekauft, die mir noch vom letzten, nee, vom diesen Jahr fehlten, genau. Von diesem Jahr, die ich, wann kam die raus? März, Februar habe ich die nicht gekauft. Da war auch die Pandemie so ein bisschen, bin ich nicht im Laden gekommen. Online habe ich da noch nicht bestellt. Hatte keine Lust so richtig, hatte ich noch so viel zum Sehen. Und jetzt hat sich das quasi gut ergeben. Und ja, wie gesagt, ersten Teil waren die Spiele, jetzt die 4K-Filme. Der nächste Teil wird der Euroshop und so ein bisschen Neuheiten so durcheinander. Ja, ich würde sagen, fangen wir auf jeden Fall mal an. Hat man hier als erstes den neuen Zombieland Teil 2. Jetzt fragt euch, ja, warum hast du den jetzt erst gekauft? Ich war damals im Kino, also im zweiten Teil hier, war ziemlich leer, also fast alleine. Und ich fand ihn auf jeden Fall gut, aber der erste ist, den kann man nicht übertreffen, der war wirklich genial. Ich mache jetzt mal hier den Film so hin. Der war genial, ich fand den auch noch gut und da ich den dann erst gesehen habe, habe ich gedacht, na gut, da wird es noch ein bisschen Preisverfall ist, der war dann auch und da habe ich mir mal bestellt. Auf jeden Fall ein guter Film, aber an Teil 1 kommt er nicht ran, war aber auch klar, der erste ist einfach genial. Und ja, bin ich mal gespannt, wie das Bild ist. Ich habe auch Teil 1 mir in 4K geholt, wo war es bei Sede dieses Jahr, glaube ich. Den warten sie günstig für 14,99, glaube. Und da habe ich jetzt beide Teile, gucke ich mir auf jeden Fall mal hintereinander an. Ja, da ging er, glaube ich, auch nicht so lang. Ach, 99 Minuten, das ist ja gar nichts. Und da kann man die auf jeden Fall in einem Tag gucken. Ja, das war einmal hier Zombieland 2. Den ersten habe ich schon. Bin gespannt, wie es mir beim zweiten Mal gefällt. Ja. Einmal Zombieland Teil 2. So, dann erst frisch eingetroffen heute. Trolls World Tour. Das ist ja quasi der zweite Teil von Trolls, der ja im Kino nicht gekommen ist. Wegen Corona haben sie ja den digital released. Ich habe den aber auch kaum gesehen. Also ich weiß nicht, ob viele nicht wussten, dass der überhaupt draußen ist. Trolls World Tour sieht eigentlich ziemlich cool aus, das Bein. Und da ist er jetzt schon seit, warte mal, kam raus, 6. August. Kam der dann noch wenigstens als DVD und Blu-ray, 3D sogar und noch 4K raus. Bin ich froh, dass wenigstens noch ein physisches Medium gekommen ist, nicht nur digital. Also da war ja zum Ausleihen vor, ich weiß nicht, 18 Euro. Also jetzt noch mit Mulan für 30 Dollar. Also man muss schon das Abonnement von Disney Plus haben und noch 30 Dollar zahlen, damit man Mulan sehen kann. Ich weiß nicht, ob der jetzt wirklich nur dafür immer bleibt, aber ob wirklich mal eine Blu-ray kommt. Ich meine, ich wollte gerne mal gucken. In Kino hätte ich mir jetzt, muss ich sagen, auch nicht geguckt, aber ich hätte mir wahrscheinlich auf Blu-ray oder wenn er jetzt 4K gekommen wäre, auf jeden Fall gekauft. Aber so, ich gebe keine 30 Dollar aus für einen Film, den man quasi in Abonnement schon drin haben müsste. Klar, den Film, den hätte Disney Plus niemals verlaut mit reingemacht. Der Film hat 200 Millionen Dollar gekostet. Das ist ein Haufen Kohle. Aber man hätte auch eine Lösung gefunden, den einfach nächstes Jahr zu bringen. Also mit den Scheiß, ich bin da überhaupt kein Freund, die ganzen Filme, die Kinofilme zum Leihen für 18 Euro. Scooby-Doo jetzt auch für 20 Euro, was habe ich gesehen? Da warte ich doch auf die 4K oder Blu-ray. Hätte man immer hier den zweiten Teil, bin ich mal gespannt. Wie ist, wie gesagt, Kino kann man nicht, kann man digital und dann kann man jetzt wenigstens noch zum Kaufen raus. Ja, das war immer der. Dann hätte ich quasi den letzten ja, Realfilm, den Disney rausbringt. Die haben ja sich jetzt auch geäußert. Wir bringen keine Katalogtitel mehr in 4K. Also wir werden nie leider einen Terminator oder einen Avatar oder Titanic bringen, weil 20th Century Fox gehört jetzt alles Disney und ja, da wird leider nicht kommen. Die haben ja gesagt, nur noch die MCU-Filme kommen in 4K und die Star Wars-Filme. Realverfilmung wollen sie nicht mehr bringen. Ich weiß jetzt nicht, ob sie sagen, jetzt die Älteren, das wäre mir jetzt, ja sag ich mal, ja gut, wäre cool, wenn sie noch kommen würden, aber wäre mir jetzt nicht so schlimm, aber wenigstens die Neuen könnte doch bringen. Also
Ich meine, ihr seid ja sowieso hier in Deutschland, sind die ja sowieso komisch. Ruf der Wildnis ist noch von 20th Century Fox gewesen, der Film. Kam ja bei uns auch nicht in 4K, deswegen, ich habe den auch nicht gekauft, muss ich sagen. Ich will ihn mir auf jeden Fall noch holen. Im Ausland gibt es den im Pappschuber, wie Disney macht halt. In Frankreich, glaube ich, mit deutschen Ton. Und das finde ich echt kacke, warum man hier wird in Deutschland auf der. Also auf, na, wie sagt man, mit der ins Leere guckt, sag ich mal. Also das ist echt blöd. Ja, hier, der hat mir auch noch gefehlt vom Februar. Ich habe ja im letzten Video auch schon Teil 1 gezeigt. Gucke ich mir auf jeden Fall auch mal an. Hier, Jungle Book und Schön und das Biest fehlt mir noch hier von diese Disney-Realfilmungen, Realverfilmungen oder Live-Action-Verfilmungen. Sonst habe ich auch alle, aber wie zum Beispiel in Kevin allein zu Hause, der auch von 20th Century Fox ist, bringt Disney in den USA raus. Wir gucken Witterungslehrer oder Hokus Pokus. Direkt von Disney kommt, sollen ja die letzten zwei sein, die so kommen. Den Rest wollen sie alle auf ihren Streaming-Portal bringen. Naja, mal abwarten. Hätten wir, wie gesagt, hier einmal Maleficent 2. Irgendwas wollte ich noch sagen. Ja, wie gesagt, mit Kevin wird bei uns wahrscheinlich nicht kommen. Die wollen nur noch Star Wars-Filme in 4K und MCU-Filme in 4K rausbringen. Ist eben schade. Aber hier in Deutschland war ja sowieso die ganzen Animationsfilme. Ich meine, ich habe ihn hier noch liegen fürs nächste. Ich kann hier kurz zeigen. Zeige ich euch schon mal einmal hier zum Beispiel der hier Onward. Kam ja bei uns sowieso nur auf Blu-ray und Ausland gibt es auch wieder eine 4K. Sowas kam ja bei uns gar nicht. Toy Story Onward, Ralf Reicht, sowas kam ja bei uns nicht in 4K. Also die ganzen Animationsfilme alle nicht. Auch wenn sie ein gutes Bild auf Blu-ray haben, finde ich trotzdem blöd, was sie hier in Deutschland immer machen. Also ja, habe ich mir jetzt auch günstiger geholt, war jetzt auch schon recht billig. Hat man noch gefehlt. War einmal der. Dann hätte man noch den Film Wir. Das ist ja der zweite Film von Jordan Peele, dem Regisseur von Get Out. Und Get Out fand ich klasse. Also der hat mir wirklich. Wann kam der 18? 2018, wo Guardians 2 rauskam. Aber war da schon 17? Ist es schon wieder 3 Jahre her? Ich glaube 17 sogar. Müsste 17 gewesen sein. Hammerfilm. Hier. Hat mir der Trailer irgendwie gefallen, aber war nicht so wie bei Get Out. Ich habe jetzt lange gewartet. Ich bin mal gespannt. Ich mache danach auch gleich die 4K auf. Ich hoffe, dass es schon die neue Disc ist. Da gibt es ja eine Fehlerdisc, wo eine Importdisc ohne deutschen Ton drin ist. Ich hoffe, dass ich nicht die habe. Ja. Bin ich mal gespannt. Deswegen habe ich den auch lange nicht geholt und habe auch noch nicht gesehen. Also ist quasi eine Erstsichtung. War jetzt auch recht billig bei Amazon. Wir von Jordan Peele. So, dann habe ich quasi noch mal ein Upgrade gemacht. Das ist einmal der Film Cabin in the Woods. Den habe ich schon auf normaler Blu-ray. Aber hat mir so gut gefallen, habe ich mir jetzt noch ein 4K gekauft von Universum Film noch. Die haben ja auch da mit den zusammen Dredd rausgebracht. Oder, ja, Dredd mit Carl Urban. Auch klasse Film. Habe ich mir jetzt hier mitgenommen, ist hier noch mit Chris Hemsworth, da war echt noch jung, also 2010 war der, glaube ich. Ist ja so eine Art wie Cube, ein klasse Film, bin mal gespannt, wie es 4K-Bild ist. Also mir gefällt der Film wirklich sehr. Auch so im Wald, richtig geil. Schade, dass da nie eine Fortsetzung kam, hätte ich mir echt gewünscht. So, dann habe ich ja, sind die alle von, ja, dann habe ich ja so ein Video gemacht, da habe ich euch gesagt, ja hier bei MediaMarkt und Saturn. Haben sie hier so, war es nur von Warner Bros. Ich muss mal gucken. Ja, ich glaube, es waren auch andere Verleiher dabei, aber ich habe jetzt nur von Warner Bros. Habe ich mal durchgeguckt, so ältere 4K-Filme für, was war es, 14 Euro. Ich glaube, 61, ja. 61, 14, 61 habe ich mir mal ein paar genommen. Ich muss sagen, ich hatte wirklich schon viele, also fast alle. Waren noch welche dabei. Oblivion, da soll ja jetzt nicht so gut sein, 4K, den habe ich jetzt nicht genommen. Oder Huntsman, der zweite Teil Huntsman, der Ice Queen, fehlt mir auch noch in 4K, habe ich jetzt nicht, auch nicht. Den fand ich auch nicht so gut, den werde ich mir auch mal noch holen. Und da fehlt mir ja dann auch noch der erste, der war nicht dabei. Deswegen habe ich mir 4 andere genommen, wo ich dachte, ja, kenne ich auch noch nicht. Ich trinke erstmal einen Schluck. Kenne ich noch nicht und habe ich mir auf jeden Fall mal mitgenommen. Jetzt einmal hier der Film Blade Runner. Ja, ich kenne den Film noch nicht. Noch nie gesehen,
war ich immer, ja, da soll ja ziemlich langweilig sein, sagen ja viele so. Ich bilde mir da mal meine eigene Meinung, also ob er mir jetzt so schlecht gefällt. Also, ich muss jetzt erstmal hier den Sticker wieder aufmachen, habe ich vergessen. Auf jeden Fall wegen Blade Runner. Ich habe den zweiten, den habe ich mir auch noch nicht angeguckt, weil ich den ersten haben wollte. Das sind ja Filme, die, da muss man Bock haben. Also, das ist kein Film, wo man, ja, sag ich mal, wo man sagt, ja, ich guck mal den jetzt an und ja. Also, ist eben schwer, so eine Filme. Weil das eben so nicht für jedes Publikum ist. Also ich gucke mir die auf jeden Fall an. Wahrscheinlich nicht beide zusammen. Der geht ja 120. Der andere geht, glaube ich, fast 3 Stunden. Das ist einmal der hier. Dann hätten wir hier einmal noch 2001 Odyssee im Weltraum. Muss ja natürlich sein. Ich habe schon Shining von Stanley Kubrick. Und jetzt kommt noch Full Metal Jacket. Ist in so einer 3-Disc-Kombo hier. Ja, ist ja auch wieder ein Film, das nicht für da nicht für jeden ist, sag ich mal. Für so spezielles Publikum. Ja, muss ich mir mal angucken. Der geht ja auch sehr lange. In so ein Nachbarkino von uns kommt der jetzt auch nochmal ein Kino. Da geht 150 Minuten. Ja. Für den Preis top und soll ja richtig, richtig, richtig gutes 4K-Bild haben. Also ich finde auch immer geil, was die aus so vielen älteren Filmen bildmäßig raushauen. Einfach klasse. Viele sagen ja immer, die älteren lohnen sich nicht. Gerade die, finde ich, lohnen sich. Also ich weiß nicht, warum viele das immer so sagen, aber ist halt die Geschmackssache. Aber ich finde, gerade die lohnen sich. So, hat man einmal hier 2001, Odyssey im Weltraum. Dann hat man hier noch, das ist quasi auch ein Upgrade. Jetzt fehlt mir nur noch ein DC-Film, der Man of Steel, da war nicht dabei. Ja, den habe ich auch immer so von mir her schon. Fand ich nicht. Oh, hier ist auch noch so ein Sticker. Fand ich nicht schlecht. Aber jetzt nicht. Wie soll ich sagen? Ich hätte mir da ein bisschen mehr, aber da kam ja raus mit Civil War. Und ja. Scheiß Aufkleber hier ab. Civil War auf jeden Fall hatte. Hatte die Nase auf jeden Fall vorn. War in Ordnung. Ich meine, da geht jetzt hier 182 Minuten. War nicht schlecht. Gucke ich mir auf jeden Fall jetzt nochmal an in 4K. Man of Steel habe ich noch nicht. Den hole ich mir auch noch. Aber ich hatte mir damals mehr erwartet. Ich mag die DC-Filme jetzt, die so kamen. Mehr Aquaman, Shazam und so. Die haben mir da besser schon gefallen. Über Joker. Ja, den fand ich ja auch nicht so. Ob es jetzt nicht mein Geschmack war, weiß ich nicht. Ja. Es war einmal Batman vs. Superman. Dann der letzte ist hier A Star is Born mit Lady Gaga und Bradley Cooper. Ist ja die Verfilmung so von Lady Gaga. Habe ich mir jetzt auch hier günstig bei Saturn gehört für die 14 Euro. Ja. Mal spannend, so wie der ist. Habe ich ja auch noch nicht gesehen. Für so günstig. Günstige Preise für 4K kann man auf jeden Fall mal einen Blindkauf wagen. So, das waren die 4K-Filme. Jetzt ist schon eine Viertelstunde wieder. Und dann zeige ich die noch mal kurz. Das war einmal hier A Star is Born, die ich mir geholt habe. Dann hier Batman vs. Superman. 2001 Odyssey im Weltraum. Der Blade Runner. Dann Cabin in the Woods. Wir. Maleficent 2, Trolls World Tour und den neuen Zombieland. Ja, das waren quasi nochmal, wenn jetzt nochmal eine Aktion kommen würde, kommt ja auch wieder darauf an, ob ich die dann schon habe oder nicht. Die sind so quasi die letzten so. Klar, mir fehlen immer noch Friedhof der Kuscheltiere, die Neuverfilmung, Hellboy, der neue Rocketman 4K, die 3. Ja, was fehlt mir noch? Also es gibt noch ein paar vereinzelte neuere Filme. Ältere Filme, eh noch viele, so die James Bond Filme mit Danny Quaid hätte ich noch gerne 4K, aber die Filme halt auch noch, aber so neue habe ich dann quasi fast alle. Also ob jetzt noch mal so ein Video mit 4K Filme dieses Jahr kommt, glaube ich eher nicht.
Dafür kommt einfach nichts raus. Klar, viele ältere, ob sich da ein extra Video lohnt oder ich nehme die meistens dann beim Blu-ray-Update mit rein. Ich habe sie jetzt nur einzeln gemacht, weil es ein bisschen mehr ist wieder. Aber so, das war erstmal das 4K-Update. Da würde ich sagen, alle neuen Zuschauer, wenn euch das gefallen hat hier, lasst gerne mal ein Abo da, aktiviert die Glocke. Und da würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Dann kommt das Euro-Shop-Update. Ich glaube, das ist ja immer am gefragtesten. Und dann würde ich sagen, wünsche euch noch einen schönen Sonntag und sehen wir uns bis nächste Woche. Ciao.